Einen schönen guten Morgen oder gleiche Mahlzeit, Freunde. Hier sehe ich wieder eine Wolkenformation. Federwolke oder Cirrus-Stratus-Wolke? Nein, das ist keine. Nein, das ist ein Jetstream, was da oben ist. Ein Jetstream sieht man heute. So, und Jetstream deutet, glaube ich. Was deutet Jetstream? Ich glaube, die deuten schlechtes Wetter, weil das ist mit Federwolken ja zusammen. Das ist eine Mischung aus Federwolken und Jetstream, was ich da sehe. Da oben ist die Sonne. Da oben. Die gerade hinter den Wolken verschwindet. Irgendwo sinkt das Rotkäppchen. Ich weiß aber nicht, wo es sitzt. Man hört das Rotkäppchen nur, aber man weiß nicht, wo es sitzt. Ja gut, das da hinten sind Federwolken. Dann ist eine Federwolke. Hinten ist eine Federwolke. Und das da ist eine Mischung aus Jetstream und Federwolken. Also ich schätze mal, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gewitter kommt. Die Sonne ist gerade hinter den Wolken. Da seht ihr sie. Da seht ihr sie. Scheint doch nicht so groß zu sein heute. Heute ist die Sonne gar nicht groß. Wieder mal schade. Vielleicht sind das auch einfach nur Böenwolken, die einfach jetzt nicht später wieder verschwinden, dass sie für nichts da sind. Irgendwo in den Bäumen sitzt das Rotkäppchen. Weiß aber nicht, wo. Ist die ganze Zeit am Zwitschern. Ich weiß aber nicht, wo es sitzt. Es ist ein kleiner Wind und eine kleine Brise draußen. Und hier könnt ihr nochmal die Sonne sehen durch die Wolken. Da seht ihr sie. Und die kommt jetzt, glaube ich, wieder aus der Wolke raus. Yep. Da würde ich allen schön. Da ist sie, siehst du, jetzt lacht sie. Jetzt lacht die Sonne. Ich wünsche euch alle einen schönen Dienstag, einen schönen sonnigen Tag noch. Wir hoffen, dass das Wetter heute so bleibt, obwohl Federwolken gesichtet worden sind.